So, weiter geht's mit Far Cry 3. Crazy Cock Bar. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Ich verstehe. Gut, wir sind wieder auf Holzinsel. Nehmen jetzt erstmal da unten den... Da hinten den... Klumpatsch ein. Da ist die alte Insel, da ist der Leuchtturm. Was für ein Visier ist das denn? Das nennen die also Reflexvisier. Mal sehen, wie die Genauigkeit von dem guten Stück ist. Also ich denke mal, die Logik dahinter ist einfach, wenn der Körper in diesem Quadrat ist, dann triffst du. Nur ob du das auch triffst, was du willst, ist eine andere Frage. Wir können uns ja jetzt frei bewegen. Oh, auch oder auch nicht. Haben die immer noch nicht mitgekriegt, dass Heu tot ist? Das ist blöd, man hat hier so direkt keinen Angriffspunkt. Ist ja blöd wegen den Funktürmen. Wegen den Alarmanlagen. Du kannst echt nirgendwo runtergehen, das ist doch scheiße. So, dass wir wenigstens aus der Sichtweite des Scharfschützen schon mal sind. Mist, ey, die laufen direkt an da vorbei. Ich glaube, einfach so reinlaufen können wir nicht. Das wäre natürlich viel zu leicht. Ich meine, der hier ist kein Problem, den können wir ausschießen. Es sei denn, wir gehen von da hinten rein. Mist. Hui! So, kein Alarm mehr. Ach ja, wir haben ja da oben noch den Scharfschütze. Ui. Was gibt's denn mit? So. Ganz ruhig. Ich krieg das schon irgendwie. Überlaufen wir.
Bei denen ist scheiße, bei denen hat man nicht wirklich eine Chance. Muss man von hinten erledigen. Habe ich keine Spritzen gemacht? Drecksack. Yeah. Das lief doch besser. Warum nicht gleich so? Mann, immer. Keine Alarm ausgelöst und den Außenposten befreit. Bitches. Jetzt können wir als nächstes den Funkturm nehmen. Oh, Medikit. Oh. So. Munition nehmen wir auch gleich mit. So. Na. Ladet raus. Bleibt alle wach da. Keiner darf uns den Außenposten wegnehmen. Nein. So. Ein leeres Feuerzeug. Das bringt natürlich viel. So, als nächstes der gute Funkturm. Wo ist denn der Funkturm? Ah, den haben wir ja schon. Dann ist das da wohl Camp Delta, gehen wir. Und da haben wir dann auch schon den nächsten Außenposten, den wir eliminieren können. Nein, bergauf. Toll. Ah, oh, das ist extremst schwer von unten angreifen. Die von oben haben natürlich einen Vorteil. Weil hochsprinten ist nicht so, ne? Verkackt. Gibt's hier eigentlich auch Tiere? Ich hatte noch gar nicht so viele Tiere auf Holzinsel gesehen. Wow. Ich habe schon Hunde gehört. Oh, der Bär ist ja noch da. Let's go.
Oh! Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier hochkommt, um ehrlich zu sein. So, ist ja noch irgendwo ein Scharfschütze. Wo ist der Kleine? Der wäre da hochgescheißert, aber ich glaub's nicht. So. Next. Gehen wir gleich dahin. Irgendwie ist das immer in der Nähe. Dann können wir da den Funkturm machen und da den nächsten. Außenposten. Ach, gleich hier vorne. Geil. Kann ich da irgendwo hoch? Jawohl. Immer von oben angreifen. Immer von oben. Soll ich von hier hinten? Und dass ich hier den Alarm treffe, ist recht unwahrscheinlich. Dann muss ich noch weiter nach links. Ich gehe mal da oben auf den Felsvorsprung. Oh, was eine geile Sniper-Szene, ey. Die merken das nicht mal. Oh, Alter, wie schlecht. Ah, schöner Kopfschuss. Der hat. Wir können hier ruhig warten, Jungs. Ich hab Zeit. Und. Ach, Mann. Noch einer. Na also. Jetzt müssen wir nur noch Biggie Smalls ausschalten. Wenn ich ihm in die Eier. Schade, dass da nichts Explosives irgendwo ist in der Nähe. Hey, ja, genau, komm vor, komm vor. Oh, du Pussy. So. Da haben wir einen, da haben wir einen, da haben wir einen. Drei Stück. Alle ausgelöscht.
Oh Mann, diese Vollidioten. Eis. Lauf, 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 lauf. Ich habe keine Ahnung, wohin ich laufen soll. Hey. Du bist tot. Es ist hot, es ist hot, es ist hot, 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 es ist hot, es ist hot, es ist hot. Da, 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 da. So, mal sehen, ob ich jetzt einen Kitten-Takedown hinbekomme. Lauf! Du brennst! Hallo! Und tschüss. Noch einer? Nö. So nach dem Springen so ein Ketten-Takedown, das wäre auch noch nice gewesen. Und mir fällt gerade ein, ich habe ja unglaublich viele Fähigkeitspunkte. Hoppala. Da können wir jetzt mal ruhig ein bisschen investieren. Doppeltod von oben. Ah Mann, das hätte ich eben machen können. Naja gut, was ist das? Doppelter Tod von unten? Könnte man das machen? Zack, zack. Geil. Revolver Hell Takedown. Nice. Seilrutschenschütze, weiche Landung. Und länger die Luft anhalten. So, den Kranich haben wir definitiv komplett ausgelernt. Was haben wir hier noch? Ausweichendes Fahren. Na gut, muss nicht unbedingt sein. Das kriegen wir dann nicht. Die Spinne. Kampfbogenschütze. Du kannst 50 Pfeile schneller ziehen und verschießen. Dschungelläufer. Bewegelchen der Hocke schneller. Das will ich unbedingt haben. Und Tierflüssere, du hältst doppelt so viel Beute von heute von Tieren. Finde ich nicht ganz so geil, daher nehme ich erstmal das. So. Noch ein Fähigkeitspunkt wiederhalten. So, 23 von 34 Außenposten. So, was haben wir hier? Eine Memory Card, eine Speicherkarte. So, Munition haben wir. Auch aufgefüllt und weiter geht's direkt. So, wie lange geht die Folge schon? 16 Minuten. Ja, gut. Machen wir noch den Außenposten da hinten. Den Funkturm und dann den Außenposten in der nächsten Folge. Let it go. Die muss ich mir auch noch mit einem Visier oder so ausstatten, die Skorpion. Mir gefällt die Skorpion irgendwie. Aber die ist leider auch für eine Handfeuerwaffe sehr, sehr ungenau. Beziehungsweise für eine MP. Was heißt MP eigentlich? Munitionspulver? Ich weiß es nicht. Warum fahre ich nie mit dem Auto? Sieht echt aus wie so Irish, Island, irgendwie sowas. Sieht echt cool aus. Oh, Leiche. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die nächste Folge mit Facecam mache, weil oben links wäre ja ein schöner Platz eigentlich. So, da ist er. Der Funkturm. Da komme ich vielleicht am besten mit dem Gleiter gut hin.
Ah, der will ein Rennen. Spritzerin. Ich höre keine Schlange, also ist auch keine Schlange da. So, da hoch. Vielleicht können wir auch vom Funkturm hier aus den Außenposten angreifen, weil der ist ja recht nah. Wo wäre der denn? Jetzt keine Rauchschaden. Da hinten ist noch einer. Der müsste hier... Da ist er. Ja gut. Den können wir leider nicht von hier aus angreifen. Geh doch darauf. Ich zitter heute so mit der Hand. Ja, darüber und dann darum und... da lang. Wer macht denn hier überhaupt die Wartungsarbeiten? Hoppla. Ist doch die... Ja. So. Ha! Da hinten ist auch ein Funkturm. Und eine Höhle. Nice. Ein Schatz und... Knopf. 1, 2, 3. Ah, wie war das Mainboard raus? Schalter 1, Schalter 2. Eine alte Baracke. Schießstand. Noch eine alte Baracke, sah aus wie eine Tankstelle. Und Friedhof. Und Prüfung der Rakete war da. Genau da hinten. Das heißt, wir nehmen diese Seilrutsche. Bam, bam, bam. Gratis im Shop, die SPIS 12 und die ACE. Hallo. Moin. Tag. Na? Ich gehe jetzt mal euren Außenposten angreifen. Oder ist doch der? Ja, ist der. So. Ketten Takedown. Unser erster Takedown mit in Kette. So. Ich gehe mal da runter zum Außenposten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder auf Biggie Smalls und Co. treffen.